In Oman ist ein 12-jähriges Mädchen ums Leben gekommen, als ein tropischer Wirbelsturm auf Land traf. Mehrere Menschen wurden verletzt und mindestens 17 weitere werden vermisst. Der Zyklon erreichte Geschwindigkeiten von mehr als 140 Stundenkilometern. Besonders schwer betroffen war die Stadt Salalah im Süden des Landes. Dort mussten zahlreiche Menschen befreit werden, nachdem sie von den Wassermassen eingeschlossen worden waren. Omans zweitgrößter Flughafen wurde wegen des Sturms geschlossen. Im Jemen werden ebenfalls mehrere Menschen vermisst, nachdem der Zyklon über die Insel Socotra fegte.